Die Hälfte von meinem Ziel habe ich schon erreicht. 500 Tage sind bereits vergangen, diese waren aber noch recht entspannt. Ab jetzt will ich noch mehr schaffen, noch mehr erleben und vor allem noch mehr erbauen. Viel Spaß bei den 600 Tagen. So meine Freunde, hier sind wir wieder. In dem 501. Tag startete ich zuerst mit dem Zusammensammeln von all meinen tropischen Fischen und kaufte mir dann genügend Nametags ein. Die benannte ich dann natürlich wieder grandios um und brachte insgesamt 7 neue Fische in das Riesenaquarium, worin jetzt schon ganze 26 Stück waren. Dann klaubte ich von all den Farmen die Erzeugnisse ein, weil ich das letzte Folge am Ende vergessen hatte und die Karotten bekamen zum Beispiel schon ihren eigenen neuen Lagerplatz, weil ich davon einfach schon viel zu viele hatte. Mit dem Zuckerrohr, den Kürbissen und den Eiern craftete ich mir dann wie immer ein paar Stacks Kürbiskuchen, von dem ich die dritte Kiste jetzt auch schon fast voll hatte. Da ich kein Gunpowder mehr hatte, stand ich ein paar Minuten bei der Creeper Farm, wodurch ich mir jetzt wieder einige Stacks Raketen craften konnte. Anschließend färbte ich 4 weitere Schafe bei der Wollefarm gelb, weil ich für das Pixelart ja noch viel mehr gelbe als weiße Wolle brauchen würde. Jetzt wollte ich dann auch gleich bei der Stadt weitermachen, wo das Bauen dann beginnen konnte. Also ich finde das Haus recht nice, vor allem dieser Durchgang, den ich davor baute, ist mal was anderes und der erste Kamin der Stadt stand jetzt auch. Ich sortierte dann die ganzen Baumaterialien etwas, damit ich die ganzen Schallkartonen, die dort einfach nur rumstanden, wieder nutzen konnte. Als ich dann wegfliegen wollte, traf ich einfach diesen Wandering Trader, der diese coolen blauen Orchideen anbot, also holte ich mir schnell Smaragde und kaufte mir 8 Stück davon und bedankte mich noch bei ihm. Anschließend wollte ich endlich mal einen dezidierten Platz zum Concrete Farmen bauen, wobei ich mich für den Platz neben der Steinfarm entschied. Dort baute ich eine Plattform auf und gleich danach fing ich auch den Concrete Converter, beziehungsweise eigentlich 2 davon, zu bauen. Die konnte ich ja nicht einfach so bloß stehen lassen, also fing ich auch gleich an, eine Verkleidung zu bauen, bis mir zumindest das Fichtenholz ausging. Da musste ich eine kurze Unterbrechung mit Holzfarmen einlegen, aber gleich danach konnte ich den nächsten Cube zu Ende bringen. Wie ihr seht, baute ich noch ein kleines C ein, das logischerweise für Concrete stehen sollte. Der Innenbereich war aber immer noch nicht fertig, also ging ich den auch noch kurz an. Jetzt war ich aber tatsächlich fertig und recht zufrieden damit. Ich testete den Converter noch kurz, wobei alles natürlich passte. Ich baute dann noch kurz den Weg etwas weiter, damit ich auch rüberlaufen konnte und der nächste Cube stand. Dadurch konnte ich jetzt endlich den hässlichen, vorübergehenden Converter abbauen, der echt nicht schön ausgesehen hat. Ich flog dann ein bisschen rum und sah einfach random das hier. In der Kiste war einfach ein Buch drinnen, worin einfach World of Tanks Blitz war, der Sponsor dieses Videos. World of Tanks Blitz ist ein legendärer Mobile MMO-Shooter, den du am PC, am Handy oder sogar auf der Switch spielen kannst. Such dir eines von über 400 historischen und einzigartigen oder sogar Fantasy-basierten Fahrzeugen aus, mit denen du dann in die Schlacht ziehen kannst. Kämpfe im 7 gegen 7 Format auf insgesamt 32 Maps und 8 verschiedenen Spielmodi, bei denen du mit verschiedensten Strategien den Sieg einfahren kannst. Die Seasons sind neu dazugekommen und erstrecken sich über 3 Monate, wie zum Beispiel die neue Season Retrotopia. Sie bieten ein neues Spielerlebnis durch eine Reihe von Events, Aktionen, Belohnungen und Promotionen, die jeweils mit einer spannenden Geschichte verbunden sind. Jetzt startet auch die Lukas Podolski Season 1, bei der du bei der exklusiven Topscorer Quest teilnehmen kannst. Durch das erfolgreiche Absolvieren der Stages schaltest du eine Reihe von Belohnungen direkt von Lukas Podolski frei. Zum Beispiel einen Avatar oder einen Sammlerartikel in Form eines Fußballtrikots mit Lukas Podolskis Unterschrift. Außerdem kannst du jetzt in der Season 1 Kitcoins verdienen und damit 3 einzigartige saisonale Panzer der höchsten Stufe kaufen. Ich finde das Game auf jeden Fall ziemlich cool, was 140 Millionen Downloads nur bestätigen können. Lade dir World of Tanks Blitz jetzt kostenlos über den QR-Code oder über den Link in der Videobeschreibung herunter und werde neben Lukas Podolski Torschützenkönig. Die Quest geht aber nur bis zum 18. Juni, also seid schnell. Das nächste, was ich anging, waren die neuen Villager. Mit diesen tradete ich die nächsten Tage die ganze Zeit und maxte einen nach dem anderen. Ich kaufte mir aber auch viel Schwachsinn, aber das musste ich ja machen. Die Nacht nutzte ich auch, indem ich einen Zombie holte, der die Villager zombifizierte, bei denen ich dann wieder zum Zombie-Doktor werden konnte. Was auch absolut Premium war, ist, dass ich von jedem einzelnen Farmer den Kürbis und den Melonen-Trade bekam. Die letzten paar Villager gaben mir alle die kompletten Wucherpreise, weil ich vorher 2 Kollegen von ihnen getötet hatte, aber da musste ich durch, ich war eh schon so reich.
In der 515. Nacht brachte ich dann den letzten Zombie in das letzte Villager-Abteil und ich glaube, ich ertradete mir dann die ersten Glocken, mit denen ich dann kurz Spaß hatte. Ich ging dann kurz zur Goldfarm, mir Gold für die letzten paar Trades zu holen, und als ich wieder durchs Portal ging, passierte einfach das. Jo, keine Ahnung, wie der da reingekommen ist. Naja, ich reparierte den Portalraum kurz, wofür ich auch noch zum Warped Forest diese Vines holen gehen musste. Der kleine Zwischenfall war jetzt ausgebessert und ich konnte den letzten Villager maxen. Somit war ich jetzt fertig und die Villager waren alle auf Master Level. Paar unnötige sind zwar schon dabei, dafür aber auch sehr, sehr wichtige. Wie ihr seht, hatte ich unglaublich viel gefärbte Lederrüstung, also craftete ich mir kurzerhand ein paar Armor Stands und schmückte bei meiner neuen Stadt die Häuser etwas aus. Ich wollte die Stadt draußen dann auch noch etwas beleben, also kamen da auch noch drei Passanten hin, was finde ich eh ganz lustig aussieht. Jetzt wollte ich endlich einmal die Advancements angehen, was ich bisher ja komplett ignoriert habe. Für den Start entschied ich mich gleich für die Nether Advancements, wofür ich gleich eine Lodestone mir aus meinem alten Lager schnappte, ihn in meiner Nether Base platzierte und einen Kompass darauf aktivierte. Direkt als nächstes war das Reisen dran, wofür ich etwas mehr als 1000 Blöcke im Nether travelte und dann durch ein Portal ging. In der Overworld war es dann ziemlich leer. Auf dem Weg zurück machte ich einen kurzen Halt bei einer Bastion, wo ich mir ein paar Goldblöcke mitsnackte, aber ansonsten nichts Besonderes. Als nächstes war der Furious Cocktail dran, bei dem ich jeden Potion-Effekt gleichzeitig Intus haben musste. Den nächsten Tag verbrachte ich also mit Brauen, darunter auch den Trank des Schildkrötenmeisters, von dem ich insgesamt nur 3 brauen konnte. Umso mehr Luck hatte ich, als einfach ein random Creeper auftauchte und die Braustationen hochsprengte und genau 2 von den Schildkrötenmeistertränke überlebten. Da hatte ich echt komplett Glück gehabt, aber als ich dann alle 13 Tränke beisammen hatte, war der Moment der Wahrheit gekommen. Ich warf alle nacheinander auf meinen Kopf und als letztes den Schildkrötenmeistertrank, der mir dann das Achievement bescherte. Ich wollte dann in mein Lager fliegen, was diesmal etwas länger dauerte. Das nächste Advancement war der Respawn Anchor, der auch seinen Platz im Nether Hub fand, und nachdem ich das erste Mal in über 500 Tagen Glowstone Farmen ging, ladete ich ihn voll auf und das nächste war geschafft. Für das letzte im Nether craftete ich eine Angel, packte dann einen Warped Fungus drauf und reitete mit einem Strider über die Lava, was das letzte Advancement für den Nether darstellte. Ach ja, und ich wusste nicht, dass ein Strider so schnell laufen kann. Jetzt war die nächste Kategorie dran und als erstes beschwerte ich einen Eisengolem, der nicht allzu lang zu leben hatte. Dann wollte ich das Monster Hunter Achievement angehen, wo man jeden feindlichen Mob töten musste, wofür anscheinend nur noch ein Piglin Brute oder ein Revenger fehlte. Ich flog also zu einer Bastion und suchte dort vergebens nach einem Piglin Brute. Ich checkte das nicht so ganz und als ich nachsah, kam ich drauf, dass diese erst in der 1.16.2 Version hinzugefügt wurden und ich auf der 1.16.1 spielte. Naja, jetzt wusste ich wenigstens, dass mir der Revenger noch fehlte. Ach ja, und außer einem Stück Netherite war als Ausbeute auch nichts Aufregendes. Zu Hause wieder verzauberte ich einen Bogen auf Power 3 und Unbreaking 3, mit dem ich ein Skelett aus 50 Meter Entfernung tötete. Dann craftete ich mir einen Target-Block, bei dem ich aus 30 Meter Entfernung in die Mitte, also den Bullseye, treffen musste. Dazu farmte ich mir noch kurz Level und verzauberte einen neuen Bogen auf Power 3, Unbreaking 3 und natürlich Infinity. Ich platzierte den Block dann bei der Stadt und das Schießen konnte beginnen und ich sag's euch, das war so ein Scam. Ich schoss locker ein paar hundert Mal, bis dann schlussendlich ein Schuss das Bullseye traf. Da freute ich mich dann echt komplett. Als nächstes craftete ich, glaube ich, zum ersten Mal in meinem Leben meinen Crossbow, wo ich mir dann gleich ein weiteres Achievement abholte. Für das nächste brauchte ich einen Pillager, also ging es an den One Block. Und ach ja, in einer Replay-Aufnahme von der letzten Folge habe ich zufällig entdeckt, dass die Hälfte der Blöcke einfach nicht einsortiert werden, weil ich das einfach zu schlecht gebaut hatte. Das besserte ich kurz aus und jetzt sollte es keine Verluste mehr geben. Bis zum ersten Pillager stand ich etwas mehr als 10 Minuten, den schoss ich dann aber ab und bekam gleich die nächste Errungenschaft. Das dritte von den Crossbow Advancements war das schwierigste, für das ich einen Crossbow auf Piercing 4 aufbesserte. Dann baute ich auch gleich die Mini-Konstruktion auf und jetzt musste ich nur noch mehr auf Phantome warten. Bis dahin machte ich aber weiter, schoss einen Slime mit einem Trident ab und reparierte ihn dann, den ich dann nochmal frisch verzauberte, wo ich echt übertrieben lucky war. Genau die Verzauberungen, die ich haben wollte, und zum Schluss packte ich noch Unbreaking 3 und Mending drauf. Ich benannte ihn dann noch zu 3 Million Trident um, wo ich jetzt echt mal danke für den dicken Support auf meinen 1000 Tage Film sagen muss.
Weiter ging es dann mit dem End, wo mir nur mehr eins fehlte. Ich flog also zu einer End-City und ließ mich insgesamt 50 Blöcke in die Höhe steigen, was echt eins meiner Lieblings-Achievements ist. Das nächste auf der Liste war ein Enderauge werfen, was komischerweise in der Welt nicht funktionierte. Naja, jetzt war die Balanced Diet dran, für die ich jedes Essen zusammensammelte und dann am 526. Tag alles auf einmal aß. Ich aß alles, außer einen OP-Goldapfel. Das war das einzige, was mir noch fehlte. Da ich ja One-Block spiele, gibt es nur zwei Möglichkeiten, wie ich ihn bekommen kann, nämlich in einer Nether-Bastion oder bei einer Portalruine. Ich machte mich also auf den Weg in den Nether und die Suche konnte beginnen. Am Anfang lootete ich noch jede Bastion, bis ich dann kurz recherchierte und draufkam, dass der OP-Goldapfel nur in der größten Bastion ganz unten bei dem Magma-Spawner sein kann. Die nächsten Tage passierte also nichts Spannendes, ich lootete einfach immer das Gold und die Kisten, den OP-Goldapfel fand ich aber leider nicht. Nach einer Stunde passierte mir dann das erste Mal was Aufregendes, nämlich überlebte ich gerade noch so mein halbes Herz. Naja, ich suchte noch über eine Stunde vergeblich, wo ich zweimal sogar fast gestorben wäre und jeweils ein Totem verlor. Die Konzentration war also echt nicht mehr die beste. Nach einer Reise von über 20.000 Blöcken kam ich endlich wieder bei meinem Nether Hub an. Leider noch ohne OP-Goldapfel, aber der Loot hat auch nicht allzu schlecht ausgesehen. Zurück zu Hause sammelte ich mal die ganze Wolle ein und stand für gelbes Concrete ein bisschen beim neuen Concrete Converter. Da ich keine Fackeln und Kohle mehr hatte, flog ich kurz zu der Skelettenfarm und holte mir 2 Stacks Kohle. In der Nacht wartete ich dann auf Phantome, die dann auch tatsächlich spawnten. Ich lockte sie in das Boot, gab ihnen jeweils 2 Diamant-Axt-Hits und einen Faust-Hit und hoffte, dass ich mit der Armbrust das Achievement schaffe, was mir auch zum Glück gelang. Jetzt war es wieder soweit und ich machte beim Pixelart weiter, was echt auch anstrengend zu bauen ist, weil ich jeden einzelnen Block ja richtig setzen will. Am Ende der Session war ich dann ganz zufrieden, weil ich echt wieder einiges weiterbrachte. Ich sah dann wieder bei den Advancements nach und wollte jetzt das nächste angehen, nämlich jede Tierart einmal breeden. Dazu flog ich zuerst in den Nether, breedete 2 Strider und anschließend noch Hoglins, die komischerweise ewig lang brauchen. Als nächstes probierte ich die Pandas, was irgendwie nicht ging, und die Lamas, was ebenfalls nicht ging. Das Problem war, dass ich die Lamas davor nicht gezähmt hatte, also machte ich das und auf einmal ging es dann. Dann schrieb ich mir noch eine Liste mit allen Tieren, die ich noch breeden musste, damit ich einen Überblick hatte. Folgende waren jetzt noch zu erledigen. Ich hatte keine Zeit zu verlieren, also ging ich direkt im One-Block an. Relativ am Anfang spawnten auch gleich Hasen, die ich breeden und somit von der Liste streichen konnte. Bisschen darauf spawnten Füchse, bei denen ich das ebenfalls machen konnte. Und noch ein bisschen später waren die Bienen dran, bei denen ich es echt komisch finde, dass man die breeden kann, obwohl sie aggressiv auf einen sind. In der Nacht versuchte ich dann das Pferd und den Esel zu zähmen, was aber irgendwie nicht funktionierte. Ich wusste zwar nicht wieso, aber ich habe es einfach mal dabei gelassen. Nach der langen One-Block-Session sortierte ich dann noch die Überbleibsel ein, was immer noch eine Hassaktivität von mir ist. Naja, jetzt wollte ich endlich wieder mal bei meinem Zoo weitermachen und so bereitete ich alle Sachen, darunter auch die Stängel von braunen Pilzen, für die nächsten Kabinen vor, die ich am 544. Tag dann zu bauen begann. Wie ihr seht, baute ich 5 weitere Kabinen. Für die Slime-Kabine hatte ich aber immer noch nicht genug Slime-Blöcke, also holte ich mir die kurz aus meinem Lager und brachte sie auch zu Ende. Jetzt fehlten halt die Mobs noch, wo ich als erstes den Slime reinbrachte und ich wusste echt nicht, dass die so viel Schaden machen können. Als nächstes baute ich eine Eisenbahnstrecke rüber und brachte einen Villager in sein neues Zuhause. Dann kam ich auf die glorreiche Idee, das Pferd und den Esel auf die Tierinsel zu bringen und als ich merkte, dass der Esel das Gras aß, wusste ich direkt, dass ich sie deswegen vorher nicht zähmen konnte. Nun ging es aber und nachdem ich sie gezähmt hatte, breedete ich sie und bekam ein Maultier. Anschließend probierte ich es noch bei den Eseln, was diesmal auch klappte und so konnte ich sie von der Liste streichen. Einen Esel nahm ich dann direkt mit und brachte ihn in den Zoo. Der nächste an der Reihe war ein Eisengolem und jetzt fehlte nur mehr ein Husk und eine Fledermaus. Am 548. Tag sammelte ich die Eier von der Eierinsel ein und craftete wieder ein paar Kürbiskuchen, wovon ich jetzt schon die 4. Kiste begann. Dann stellte ich mich wieder an den One Block und hoffte auf einen Husk oder auf eine Fledermaus. Tatsächlich spawnten auch nach ein paar Minuten 4 Husks, wovon ich einen dann in den Zoo packte. Für die Fledermaus brauche ich wohl noch das Spawn-Egg. Jetzt hatte ich wieder Bock bei der Stadt weiterzubauen, also farmte ich noch Fichtenholz, überlegte mir kurz, was ich bauen sollte und begann dann gleich.
Wie ihr seht, ist es so ein Turm geworden, den ich sogar mit einem Haus verband. Anschließend baute ich noch die Inneneinrichtung, wo mir dann leider das Leder für die Bücher ausging. Ich also kurz im Nether Leder holte und damit anschließend den Zaubertischraum bauen konnte. Die anderen Etagen baute ich auch fertig und zum Schluss verschönerte ich noch den Außenbereich. Dann war ich aber fertig und kann es euch jetzt präsentieren. Da mir ja vorher das Leder ausgegangen ist und ich keine stabile Lederfarm hatte, wollte ich die jetzt angehen. Also bereitete ich die paar Sachen vor, ging an die Netherdecke und fing an, eine Hoglin-Farm zu bauen, die auch offensichtlich gut funktionierte. Anschließend stand ich ein wenig bei der Steinfarm, mit dessen gefarmten Stein ich dann neben die Creeper-Farm ging und dort eine Plattform zum Holzfarmen baute. Jetzt sollte etwas weniger Holz verloren gehen. Mit ein paar Sesslinge farmte ich dann dort auch gleich Holz. Die Ausbeute war nicht allzu schlecht, ich baute dann auch noch gleich einen Beacon fürs nächste Mal auf, aber das Gute ist jetzt, dass ich auch währenddessen Gunpowder farmen kann. Als nächstes entfernte ich mal die extrem hässlichen Farmplattformen, was schon dringend notwendig war. Mit den ganzen neuen Raketen machte ich mich dann wieder auf in den Nether und suchte nach einem OP-Goldapfel und ja, circa 3 Stunden suchte ich danach, wurde aber leider enttäuscht. Die Ausbeute war aber wieder brutal. Zurück zu Hause baute ich mal mein allererstes Haus ab, weil es einfach nicht mehr so gepasst hat und ich sowieso die Mainbase etwas umbauen will. Dann reparierte ich meine Sachen kurz und ging den One Block an. Nach circa einer halben Stunde vermehrte ich 2 Hunde und kam dem Achievement wieder etwas näher. Als ich dann etwas später 2 Pandas hatte und die sich auch nicht vermehren wollten, recherchierte ich kurz und kam drauf, dass ich ihnen davor ein Areal mit ein wenig Bambus bauen musste, damit sie sich dann endlich vermehren konnten. Somit musste ich dann nur noch mehr 2 von diesen 3 Tieren vermehren. Bis zum 580. Tag stand ich dann noch beim One Block, wo ich aber nichts Gescheites mehr bekam. Gleich danach musste ich wieder etwas einsortieren, weil das Lager wieder komplett am Übergehen war. Jetzt wollte ich wieder bei der Stadt weitermachen und dazu farmte ich ein wenig Eichenholz, wonach das Bauen dann beginnen konnte. Von außen sah das Haus echt schon nice aus, aber den Innenraum musste ich natürlich auch noch bauen, also baute ich zuerst die untere Etage und anschließend die obere, womit ich wirklich zufrieden war. Zum Schluss brachte ich noch Karotten in das Haus, weil ich sie zukünftig dort unterbringen will, und dann war ich eigentlich fertig. Zeit, es euch zu zeigen. Jetzt wollte ich beim Pixelart weitermachen und so farmte ich zuerst etwas Sand, das ich zu Glas schmelzen wollte. Mir aber der Brennstoff wieder ausging, also flog ich zur Wither-Skeletten-Farm und stand dort circa 10 Minuten, wobei das alles bei rumkam. Ein bisschen schwarzes Concrete Powder ließ ich mir dann noch farmen, das ich dann beim Concrete Converter noch zu normalen Concrete machte, aber dann war ich eigentlich ready und baute beim Pixelart weiter. Am 600. Tag wurde ich damit dann fertig und ich glaube, man kann schon erkennen, was es werden wird. Wie immer sammelte ich die ganzen Farmerzeugnisse der 100 Tage ein, was wie immer einfach nur heftig war. Dann war es aber schon Nacht und ich flog zu meiner fast fertigen Stadt. Das war es. Ich habe 600 Tage in Minecraft Hardcore One Block, ohne zu sterben, überlebt.